11.30 Uhr, wir wollen beginnen. Das ist, ja, herzlich willkommen zum ersten Talk heute Morgen. Ein Publikum hat sich versammelt, sehr schön. Als ersten Talk haben wir heute Roger und Veit aus der Schweiz, die uns etwas sagen wollen zu Henry Ford und warum er bessere Web-Applikationen gebaut hätte. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß und wir machen eine 10 Minuten Q&A am Schluss. Also wenn ihr Fragen habt, können wir dann das behandeln. Viel Spaß. Danke. Ja, Roger. Also, guten Morgen oder guten Vormittag. Schön, dass es einige Leute hat, die Interesse zeigen an unserem Vortrag heute. Gestern hatten wir leider ein Chunk zu viel oder ein Chunk, wie das hier heißt. Und ich hoffe aber, ihr seid fit und munter und könnt uns folgen. Also wir sind aus der Schweiz, das hört man ja, denke ich. Ein bisschen, ja. Ja. Was wir euch, also wir werden nicht alles über Henry Ford erzählen. Wir werden mehr über Web Components sprechen, Polymer sprechen, Flow-based Polymer mit Web Components, oder? Ja, wir beide arbeiten in der Schweiz bei Adcubum. Das ist ein Standard-Software-Hersteller in der Versicherungsbranche. Die sind übrigens auch hier in Deutschland vertreten, in Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf. Ja, genau. Und wir haben dort für unsere Web-Applikationen und Mobile-Apps ein Konzept entwickelt, wie wir möglichst schnell und einfach solche Web-Apps entwickeln können. Und das auf einem deklarativen Weg mit Web-Components und Flow-Based-Programming. Gut, gehen wir zurück zu Henry Ford. Genau. Warum, Roger, warum war Ford so erfolgreich? Ja, Ford hat natürlich vieles gemacht. Er hat ja nicht nur Autos gebaut, sondern er hat sich überlegt, aus was besteht ein Auto. Er hat sich überlegt, was sind das für Pattern, die da drin verbaut sind. Wie kann ich auf einem guten Weg und einfach immer wieder das Gleiche zusammenbauen. Also Prozesse, Prozessoptimierungen. Er hat Module entwickelt, also zum Beispiel die gleiche Bodengruppe für verschiedene Autotypen oder Motoren. Das Rad hat er einmal entwickelt und dann bei jedem Fahrzeug eingesetzt. Aber viel wichtiger war auch noch die Normierung. Das ist so das böse Wort. Niemand lässt sich gern in eine Norm bringen, aber das ist eben genau der Punkt, der erfolgreiche Punkt. Seine Motorenaufhängungen hatten immer die gleichen Löcher am gleichen Ort und nicht irgendwo verteilt. Ja, und die hatten auch immer wieder die gleichen Schrauben. Er hat da nicht mal gemischt mit metrisch, imperiale Schrauben, mal größer, mal kleiner. Das war ein reduziertes Set an Schrauben. Dann kommt noch die isolierte Entwicklung dazu. Also, wenn er ein Auto zusammenbaut, dann muss er nicht zwingend auch den Motor selbst bauen. Oder die Schrauben muss er auch nicht selbst machen. Die gibt es bereits. Und dank der Normierung kann er Standardschrauben verwenden, ist ganz einfach im Zusammenbau. Ja, und die API des Motors war ja allen klar damals, oder die haben sie einfach abgemacht. Das ist die API des Motors und so konnte er auch die Entwicklung komplett isoliert an einem anderen Ort betreiben und die haben sich wirklich nur auf Motorenentwicklung konzentriert. So konnte ein Motor eingesetzt werden, fabriziert werden, aber unabhängig davon ein neuer Motor entwickelt werden. Genau, und jetzt sollten wir vielleicht wieder ein wenig auf Software zurückkommen. Gut. Weil es gibt schon viele Parallelen zu Fahrzeugbau, der Autoindustrie und der Softwareindustrie. Und man kann sich dann fragen, wir haben mehr als 100 Jahre Entwicklungserfahrung in der Automobilindustrie. Und in der Softwareindustrie wird sie häufig leider ignoriert. Ja, die gingen irgendwie vergessen oder es gibt noch andere Gründe, warum dass das nicht so funktioniert wie in der Autoindustrie.
Und aus diesem Grund haben wir eine Retrospektive durchgemacht. Ja, oder eine Analyse, wie man immer sagen will. Ja. Wir sind etwa 2500 Sprints in die Vergangenheit und haben das mal angeschaut. Ja, wie wir sehen, also das Resultat nach wochenlanger Analyse und Forschung. Wir sind darauf gekommen, dass ein Auto in der Regel das Resultat der Komponenten und Baugruppen, die bereits existieren sind. Also der Ansatz ist bottom-up. Und bei der Software? Ja, bei der Software funktioniert das eben meistens nicht ganz so. Bei der Software werden Applikationen designt, gebaut und während der Entwicklung wird meistens festgestellt, das kann ich ja dort auch noch bauen. Oder besser gesagt, das habe ich schon 5-mal gebaut in der Applikation. Vielleicht löse ich das in ein Modul aus. Und das ist genau der umgekehrte Ansatz. Anstatt eine Komposition mit Einzelteilen zu erstellen für die Applikation, wird meistens in der Software eben eine Applikation gebaut und dann merkt man, das könnte man vielleicht noch brauchen. Ja, die Autoindustrie denkt also schon in Komponenten. Also Fazit ist, die Autoindustrie ist uns weit voraus, kann man so sagen. Das sieht man auch, wenn man jetzt die verschiedenen Modelle anschaut. Zwei neue im Jahr, alles identisch, außer das Häuschen obendrauf. Und das könnte man ja in der Software genau gleich erledigen. Gut, was können wir tun? Was hilft uns da weiter, haben wir uns gefragt. Ja, Web Components ist ja in aller Munde. Alle machen Web Components. Und Web Components hat natürlich den Vorteil, dass wir genau diese Probleme lösen können und in abstrakter Form diese Komponenten wieder einsetzen und zu Leben erwecken für andere Applikationen. Genau, wir bauen ein Inputfeld mit Validierung und Fehleranzeige und bauen das zum Beispiel nicht immer wieder. Wir können nicht nur visuelle Komponenten bauen mit Web Components, wir können auch problemlos nicht visuelle Komponenten, irgendwie ein Stellvertreter für eine API, eine Komponente, die mit unserer REST-API quatscht und sich um die ganze Kommunikation kümmert. Ja, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Zu beachten ist einfach auch wieder hier, das haben wir zu Beginn auch gesagt, das Wort Normierung, das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Also eine isolierte Entwicklung der Web Components in einer abstrakten Form und nicht in einer expliziten Form, wie sie gerade gebraucht wird, weil dann ist sie wirklich verbaut und sie kann nicht mehr wiederverwendet werden. Das sind so die Keypunkte, die man beachten muss. Für unsere Arbeit haben wir uns schlussendlich für die Polymer-Library entschieden. Es gibt noch mehr Libraries, durchaus, die den Web Components Standard unterstützen und hilfreich dabei sind. Ja, es gibt ja sowieso ganz viele Libraries für das und die Polymer Library, die bietet uns halt sehr viele Tools, die dazukommen. Also das ist ein riesiger Werkzeugkasten, den man einfach so mit einer Lib erhält. Also es ist nicht nur das Lib.js in dem Sinn, das im Browser läuft, da ist die ganze Toolchain, da kommt recht viel sonst noch mit. Angefangen bei Generatoren, um Elemente oder ganze Applikationen direkt aus den Generatoren initial zu erstellen, die auch erweitert werden können um eigene Generatoren. Ja, und dann nicht zu vergessen die ganze Build-Chain, die man auch braucht. Also jetzt bei unseren Kunden ist es so, dass wir verschiedene Builds ausliefern für das gleiche Produkt. Also wir haben zum Teil bundelnd, unbundelnd, dann haben wir die Minified, einfach das Ganze, was man benötigt, ist bereits schon dabei, in diesem Kasten drin. Ja, da ist auch noch ein Entwicklungsserver dabei, der Polymer Serve, um lokal zu entwickeln und gleich auch schon seine Sachen anzusehen und zu überprüfen. Kommt auch schon mit, über die Polymer CLI Tools. Ja. Genau, und dann nicht zu vergessen, also das Testing der Web Components, das ist ja auch ein wichtiger Teil.
Und das ist einfach auch schon dabei, also Unit-Tests oder Integrationstests mit Selenium, alles out of the box. Ja. Dann haben wir ja jetzt ganz viele Web-Components und jeder verliert irgendwo den Überblick. Was braucht es dazu? Also ich brauche ein Demosystem dazu, dass ich auch die Components direkt im Demo-Modus anschauen kann. Und was macht die überhaupt? Also das Demosystem, ihr könnt die Komponente ansehen und damit rumspielen und Inputs verändern und seht das an dieser Komponente, wie sich das gleich auswirkt. Dann gibt es noch das Dokumentationssystem. Mhm. Ja, das ist relativ wichtig, weil ohne die APIs zu kennen oder nachlesen zu können, ist man fast überfordert. Ja. Und natürlich nicht zu vergessen, auch die Integration in die IDEs ist auch gegeben. Oder? Ja, und momentan sind mehrere tausend Komponenten schon frei verfügbar im Web. Mehrere hundert davon sind sinnvoll verwendbar. Also nicht alle leider kann man, also man kann sie verwenden, aber ja, wie es halt so ist. Manche sind zu groß, manche schießen am Ziel vorbei. Ja, gut. Dann gibt es aber noch weitere Gründe, oder? Warum wir uns für das entschieden haben. Und die sehen wir jetzt auch hier, also das ist standardisiert. Wir reden hier von einem Web-Standard und nicht von proprietären Systemen. Die Polymer-Lib in unserem Fall, die wird idealerweise immer kleiner. Eventuell verschwindet sie komplett, weil alles nativ vorhanden ist. Das ist auch ein Riesenvorteil. Ja. Die API nicht zu vergessen, der kompletten Components. Und natürlich, das ist ein Steckenpferd von uns, die deklarative Verwendung. Ja. Da kommen wir dann mit dem Flowbase, kommen wir auch wieder auf die Deklarationen zurück. Und schön ist auch der isolierte Scope von diesen Komponenten. Da gibt es kein CSS hier eingestellt und ändert irgendwas völlig an einem anderen Ort in meiner Web-Applikation. Das CSS ist lokal nur für diese Komponente gültig. Da habt ihr keine Nebenwirkungen. Ihr könnt auch nicht JS kreuz und quer durchzünden. Das Zeug ist zu und geschlossen. Die Dinge sind gekapselt. Ja, das sehen wir als Vorteil. Nicht jeder sieht das als Vorteil, aber wir betrachten das durchaus als Vorteil. Wir waren, das war letztes Jahr, oder? Letztes Jahr, ja. Waren wir in Kopenhagen beim Polymer Summit. Und dort hat es einen Vortrag gegeben von USA Today. Die haben innerhalb von einem Jahr, haben die sämtliche Websites, sämtliche Zeitungen, die sie betreiben, online, haben die auf Web Components umgestellt. Und ihre Haupt- oder Kernaussage war, you are not that special. Das hat uns doch recht beeindruckt. Was haben die gemeint? Jede dieser Zeitungen, New York Times oder Die Zeit zum Beispiel, jeder dachte, sie sind speziell. Aber eigentlich haben die alle das gleiche Problem zu lösen. Die müssen Nachrichten darstellen. Die unterscheiden sich vielleicht optisch, aber die Problemstellungen sind dieselben, die sie haben. Also die haben einen Feed, die benötigen Komponenten für das. Die haben Render-Komponenten, die sie benötigen. Die unterscheiden sich dann oft. Aber das Prinzip dahinter ist immer identisch. Und dieser Spruch sagt eigentlich, das ist die Kernaussage. Also das sehen wir auch bei uns in der Unternehmung. Jeder Product Owner hat das Gefühl, bei uns funktioniert das etwas anders. Das ist viel komplizierter. Ihr macht hier einfache Geschichten, aber bei uns sind die Use Cases extrem kompliziert. Und wenn man die aber auseinandernimmt und wirklich modularisiert, dann merkt man, die Probleme sind immer dieselben. Und dort kommen die Web Components ins Spiel. Genau. Ja, wahrscheinlich jetzt ist genug Philosophie und Blabla von uns, genug Konzepte. Wir gehen ans Eingemachte, oder? Ja, dann zeigen wir mal was. Wir haben einen kleinen Showcase vorbereitet. Ja, das ist er.
Seht ihr das? Ja, sieht man hier was? Das sieht man. Ja, das sieht man nicht gut. Hm? Aber also doch, den Button seht ihr, oder? Gut, und wenn sie leuchtet auch. Gut. Roger, erklär mal das Beispiel. Ja, das ist ja ein kein triviales Beispiel, wenn man das so anschaut. Also wir haben eine Komponente und das ist unsere Lampe. Einfach eine ganz normale Lampe, das könnte aber auch eine, da könnte es verschiedene Varianten geben von diesen Lampen, die könnte auch eingekauft sein, diese Komponente. Sie könnte auch stellvertretend sein für eine echte Lampe, das wäre auch möglich. Und dann haben wir noch einen Schalter. Haben wir hier einfach einen ja. Button verwendet. Und, den hier, ja. Genau. Und so einfach wie das Beispiel ist, wir haben einen Klickhändler auf dem Button und wir möchten gerne, dass die Lampe leuchtet. Also, hier ist der Klickhändler. Und hier ist die Methode, ja genau, die darauf reagiert. Genau. Was passiert hier? Er geht in diesem, dies ist der Host, die aktuelle Komponente, mit $, das Element mit ID Lampe 1, dort ruft er die Methode Toggle auf. Also die Lampe hat eine Toggle-Methode, ja, um sie ein- und auszuschalten. Das sehen wir hier und sie lässt sich ein- und ausschalten. Was mir jetzt noch fehlt an diesem Beispiel, der Raum ist groß, die Lampe ist klein, ich habe einfach zu wenig Licht. Ich hätte gern mehrere Lampen. Gut, dann mache ich dir eine zweite Lampe. Lampe 2, die ist da. Ah, ich soll sie auch ein- und ausschalten. Ja, gerne, gut, okay, ja. Wäre von schön. Vorteil. Ja. Dann ist das etwa dein Wunsch. Okay, ja. Das schaut schon mal sehr gut aus. Also wir symbolisieren hier einen Softwareentwicklungsprozess. Man sagt, man macht mal das und dann die permanenten Änderungen, die kommen. Das kennt ihr wahrscheinlich alle, diese Situation. Gut, hier hast du deinen Schalter. Was jetzt noch schön wäre an dieser Geschichte, ich laufe jeden Morgen im Dunkeln durch den kompletten Raum, weil der Schalter ist dort hinten. Ich hätte gern einen weiteren Schalter. Gut, so hier vorne ist okay? Ja, das passt. Gut, dann bauen wir das mal dort rein. Dann hast du hier deinen Schalter, okay? Auch einfache Geschichte, ja. Gut. Ich bin jetzt etwas mühsam, ich weiß, aber das gefällt mir immer noch nicht. Weil entweder habe ich jetzt sehr viel Licht oder kein Licht. Ja, das wolltest du ja. Ja, aber ich würde gerne den vorderen Bereich ausleuchten oder den hinteren Bereich ausleuchten und dann vielleicht noch alles miteinander. Gut. Ja, das lässt sich schon machen. Machen wir hier eine Gruppe A, eine Gruppe B. Wunderbar. Gut. Und vielleicht geht jetzt also eine Lampe verloren und sie ist nicht mehr da. Also diese Lampe 1, die gefällt mir nicht. Ah, die willst du gar nicht mehr? Ja, nimm die weg. Ja gut, dann. Dann löst du einfach die Lampe aus. Ja gut, jetzt hast du... Aha. Ja, gut. Das sieht man jetzt, oder? Also wir haben im UI verdrahtet über den Eventhändler. Wir haben halt jetzt verschiedene Eventhändler und die referenzieren halt auch eine ID von der Lampe und das passiert dann relativ schnell, dass eine ID nicht mehr verfügbar ist oder die Komponente nicht verfügbar ist und dann gibt es einen Fehler. Und das kann ja bei diesem Use Case ist das wirklich überschaubar.
Aber man kann sich ja vorstellen, dass dieser Use Case enorm ist. Und etwas größer, ja. Ja, und dann wird das ziemlich schnell zu einer mühseligen Geschichte. Ja, wie soll ich das jetzt reparieren? Ja, wir könnten vielleicht das nicht über diese Händler lösen. Wir sind hier klassisch unterwegs mit Event-Händlern. Aha, ja, wir wollen ja über Flow-Based Polymer auch. Wir wollen auch Flow-Based entwickeln. Sprechen, genau. Also dann setze ich hier mal zurück. Hoppa. Also man sieht jetzt hier in diesem klassischen Weg, dass es sehr schnell mühsam wird, weil es ist explizit entwickelt worden. Das funktioniert einwandfrei in allen Use Cases, wenn die ziemlich statisch sind. Wenn die Anforderungen völlig klar sind, keine Veränderungen passieren, dann kann man das so durchaus erledigen. Bei uns sind aber die Anforderungen immer sehr vage. Sie ändern sich während dem Projekt und dort wollten wir mit Flow-Based einen anderen Ansatz fahren. Ja, bevor wir... Oh. Was machst du da? Pardon? Hast du die Folien ausgelöscht? Nein. Ah, da ist eine verschoben. Ah, super. Oder draußen ist das schönes Wetter und das ist ein einfacher Use Case, aber wir haben uns gedacht, wir brauchen noch einen Theorieblock. So gefühlte 15 Stunden knochentrockene Theorie. Das werden wir jetzt kurz durchführen und dann starten wir wirklich in die Flow-Based-Geschichte rein. Gut, das können wir dann so machen. Flow-Based Polymer, nur zum Erwähnen, ist ein hybrides Flow-Based-System. Einige kennen vielleicht NoFlow.js oder andere Flow-Based-Systeme. Niemand? Ja, Flow-Based Polymer ist auch bei weitem nicht das erste solche System, das Flow-Based arbeitet. Quartz Composer, das kennt ihr sicher, die mit Max Bildschirmschoner bauen. Oder die Unreal Engine, diese Game Engine, die wird auch Flow-based programmiert. Dann gibt es auch noch Dataflow, ein System, um Messinstrumente zu bauen. Das wird auch im Meteorologischen Institut in Davos eingesetzt. Mhm. Ja, aber jetzt zur Theorie, Roger. Mhm. Gut. Genau. Hier sehen wir als Skizze eine Komponente A und eine Komponente B. In der Komponente A wird ein Event gefeuert und die Funktion, die aufgerufen wird in Komponente B, möchten wir verbinden. Wir nehmen dazu einen Event-Wire und ziehen den einfach von A nach B. Genau. Ein Event, der gefeuert wird, der sendet ja in der Regel Daten mit. Eigentlich den Event selbst und dort gibt es Details oder Path und so weiter und so fort. Mhm. Ja, den wiren wir rüber auf die Funktion von Element B und übergeben dort der Event Details, das Event Details als Argument. Und damit wir das jetzt an unseren Lampen-Use-Case noch etwas näher anbringen, kommen wir noch zu der Theorielektion 101b. Gut. Und hier haben wir unseren Paper-Button ganz links mit dem Click-Event und wir haben rechts die Lampe mit der Toggle-Funktion. Und damit wir nicht diese Event-Händler dauernd schreiben müssen, sagen wir einfach add-click-wire-function-toggle. Ja, also das ist alles, was es hier gibt, eigentlich ein add-event über den Wire auf F-Methode. Ja, das schauen wir uns jetzt an, oder? Ja, das war's schon also mit der Theorie ganzen Theorie. Beendet, das beendet das ist jetzt, eigentlich ja. Eine einfache Geschichte. Wieder in die Idee? Ja, genau, ja. Gut.
Wir setzen beim gleichen Use Case auf, damit man wirklich dann auch den Unterschied sofort sieht. Also wir haben hier jetzt wieder unsere Komponente, das ist dieselbe Komponente, wir haben nichts verändert. Moment, ja, ich muss hier noch in dem Browser noch messen. Ja, genau. Nichts verändert. Nichts verändert, wir haben immer noch diese Lampe mit der Funktion, ja, ist die ersichtlich ist. Und wir haben den Button mit dem Event klickt. Und diesen Event-Wire, den wir hier Button clicked genannt haben, den ziehen wir einfach bei beiden rein. Also so wie ein Kabel vom Paper-Button zu die Lampe. Und da kann man jetzt unendlich viele Lampen reinmachen. Ja, also noch kurz eine visuelle Repräsentation vom selben. Element A, Add Click, Wire, dieser Wire heißt, Button clicked, F, Toggle von der Lampe. Mhm. Gut. Was war das Erste, was du wolltest? Eine zweite Lampe? Ja, dann sehen wir mal, wie das halt gut flow-based funktioniert. Wir haben hier diese zweite Lampe. Ja, sie schaltet. Schön. Was ist passiert oder was haben wir gebaut? Ja, wir haben denselben Wire hier und hier auf diese Methoden. Vielleicht nochmals im Source. Gesundheit. Hier Add Button klickt und dieser Wire verbindet hier nach F-Toggle von Lampe 1 und Lampe 2. Was vielleicht auffällt, die Lampen brauchen keine IDs mehr. Das würde dann auch wieder heißen, dass wenn wir eine Lampe rauslöschen, überhaupt nichts passiert. Nein, das kann. Ja, wir müssen die gleiche Situation nachstellen. Nicht? Ja. Also, was war das andere noch? Ein zweiter. Ja, dann hätten wir noch einen zweiten Schalter. Ja, falsche. Was haben wir verdrahtet, wenn wir das anschauen? Okay, gut. Nicht so eine schöne Schaltung, aber sie funktioniert. Also optisch nicht schön, aber sie funktioniert. Dann war, was war da? Ja, dann könnten wir das noch unterschiedlich zusammenstellen, oder? Der Schalter. Aber wir wollten noch hier noch was weglöschen, oder? Ah, separat schalten war noch, Roger. Separat schalten, ja. Machen wir hier die Gruppe A, Gruppe A, Gruppe B, Gruppe B. Ja, die lassen sich schalten, wenn wir das mal ansehen. Ja, sieht das wunderbar anständig aus. Und dann haben wir hier die Lampe weggelöscht. Ja. Gut. Hier passiert nichts, auch kein Fehler. Und Lampe schaltet. Und im Diagramm, ja, wir haben einfach einen Button. Einen leeren Button. Ja. Und diese Art von Event-Wire, die kann man auch bei jeder Komponente, bei jeder Web-Component kann man das auch einsetzen. Man kann die auch auf die nativen Elemente anwenden. Das funktioniert natürlich auch. Man hat ja vielleicht auch eingekaufte Komponenten, die man verwendet und in diesem Stil auch verbinden möchte. Was baust du noch zusammen? Ja, du hast was von eingekauften Komponenten gesprochen. Moment, will dir eine Komponente kaufen? Jawohl, ich habe da eine Komponente Color Pad gekauft. Ah, jetzt können wir die Lampenfarbe verstellen. Ja, das sollten wir jetzt können. Machen wir das schlicht. Ja, wir können die ändern. Machen hier auch das schlicht. Ja, wie sieht das aus? Willst du Color Pad mal ansehen? Also, wie wir sie verwendet haben. Mhm. Also Color Pad, fixfertige Komponente, dort kann man eine Farbe auswählen, viel mehr kann das Ding nicht. Und es wirft ein Event, New Color,
hier. Und ja, diese Farbe, also diesen Event, vielleicht besser hier. Was siehst du hier? Ja, hier, Add New Color, und dann können wir hier bei der Lampe die New Color Methode aufrufen und ersetzt die Farbe der Lampe. Mhm. Ja. Und also der Event, der wird natürlich bei jedem Change gefeuert und dann fährt das recht zügig mit. Und man sieht jetzt bei diesem einfachen Beispiel, sieht man ja sofort, dass das sehr flexibel ist, das System. Das heißt, auf Veränderungen kann ich sehr gut reagieren, ohne dass ich irgendwo in der JavaScript-Hölle irgendwelche Funktionen ändern muss. Das fällt alles weg. Es ist wirklich, je nach Komponente, die man einsetzt, also es gibt ja auch viele Komponenten, die vielleicht nur ein Mapping durchführen. Also ich habe ein Event, in einem Event-Detail kommt ein Objekt daher, das gefällt mir aber nicht in dieser Struktur. Dann nehme ich das, wire es in eine Map-Komponente, die baut mir das Zielobjekt und nehme den Draht hinten wieder raus und in meine Komponente, die das benötigt. So. Genau. So lassen sich Kompositionen erstellen, je nach Use Case, mit Basiselementen, die man entwickelt hat. Das ist natürlich schon vielleicht noch der Punkt, den man sagen sollte. Diese Basiskomponenten müssen natürlich existieren. Also die muss man ja, die bauen, müssen, oder? Die müssen existieren, das wäre von Vorteil, ja. Ja, gut. Ja, die müssen existieren. Was auch noch schön wäre, also das könnte man jetzt einfach auch noch einbauen, meine Kinder zu Hause mit diesem Lichtschalter, die hämmern dauernd darauf rum und eigentlich möchte ich nur, dass die Lampe einmal einschaltet und nicht immer on-off. Dieses Spiel ist dann schnell langweilig, weil dann zum Beispiel ein Debouncer dazwischen ist. Aber das könnte man einfach jetzt in diesem Flow, den wir hier zusammengebaut haben, dazwischen setzen. Und ohne, dass man sich überlegen muss, wie läuft das ab im Code, sondern einfach die Wires nehmen, in eine weitere Komponente rein, zum Beispiel ein Debouncer, und das Resultat kommt dann wieder zur Lampe zurück. Ja. Hast du so einen? Ja, ich habe sie. Danke, das hatten wir vorhin nicht so abgesprochen. Aber ich importiere die Furo, also die Debounce-Komponente. Ich habe jetzt die API dort nicht gerade direkt zur Verfügung. Puls und Trigger. Gut. Was wolltest du genau? Den Debounce. Mhm. Aber da bist du im alten Beispiel. Ich bin im alten Beispiel. Ja, gut, okay, gut. Entschuldigung. Hier, ja. Ja, du kannst das auch einfach mal so, wie möchte ich das verwenden, zusammenstellen. Ja. Oder? Das muss man hier nicht laufen lassen. Ja. Den hast du in einem anderen Fall gemacht. Den habe ich hier gemacht. Den habe ich hier jetzt gemacht. Ja, das. Danke. Gut, hast du es gemerkt? Ja, der hat halt jetzt den Standardwert, oder? Ja. Ja, also dann müssen wir mal diese Dauer, dieses Property, heißt Duration. Na, 250 Millisekunden ist der Default. Wie lange hämmern deine Kinder auf dem Schalter? Keine Ahnung. Weil ich habe jetzt was Umgekehrtes gebaut. Ich drücke und sie schaltet nach einer Sekunde ein. Das ist nicht ganz das, was du wolltest, oder? Aber es veranschaulicht das Problem. Ja, aber wir können das schon setzen.
Seht ihr, ich... Also macht schon nicht mehr so viel Spaß, oder? Nein, das macht das nicht so viel Spaß. Ja, gut. Könnte genauso gut ein Bewegungsmelder sein, oder? Könnte es auch sein. Ja, könnte man machen so. Ja, jetzt wollen wir noch schauen, was Flowbase sonst noch so bietet, oder? Gut. Also das wäre jetzt ein wichtiger Punkt. Ja, aha, aber was Flowbase Polymer sonst noch kann. Also was wir jetzt gesehen haben, ist so der Standardfall. Wir haben Events, wir haben Funktionen, die kann man so miteinander verbinden. Das ist eigentlich der Add-Event und das F für die Funktion. Und da kann man natürlich auch mehrere solche Wires verwenden. Oder? Da kommt man schon recht weit mit diesem Add-Irgendwas, F-Irgendwas und dann noch die Property Bindings von Polymer, um Werte, die irgendwo gesetzt werden, auch in eine andere Komponente reinzuschreiben, kommt man eigentlich recht weit. Gut, aber was gibt's noch? Ja. Wir haben immer gesehen vorhin in unserem Beispiel Add-Click, ein Wire, aber auch ein Wire, aber man kann beliebig viele Wires setzen dort. Man kann beliebig viele Verbindungen aus einem Add irgendwas ziehen. Also das macht dann Sinn, wenn man diesen Flow aufteilen möchte. Von der gleichen Quelle aus eine Abzweigung zum Beispiel. Genau. Kann man das ganz einfach so in Comma Separated eingeben, diese Wires. Ja. Dann können wir auch beliebig viele Wires in ein F leiten. Das F ist nicht ein normales F, ja, noch zur Info. Das ist Functional F bei Option F auf dem Mac und auf Windows ist das. Keine Ahnung. Weiß auch nicht. Gut. Man kann mehrere von diesen Wires in ein F leiten. Das heißt, es können zwei Pfade daherkommen und die sollen dasselbe auslösen. Das hast du oft, wenn du verschiedene Wege zum Ziel hast, verschiedene Möglichkeiten, wie der Benutzer zum Beispiel über das UI zu einem Punkt kommt, dann macht das durchaus Sinn, dass man zum Beispiel eben mehrere Wires in Funktionen löst. Ja, das kann eine Speichermethode sein von einer API-Komponente, die auf einen Button reagiert oder sonst nach einer gewissen Zeit einfach sowieso ein Autosave macht. Ja, Mitsenden von Daten. Wir können aus dem Host, das sind die Polymer Host Properties, ja genau, wir können auch sagen, wir wollen nicht beim den Klick, das Detail vom Klick, das gibt eine 1 oder 2, 3, 4, also 2 für Doppelklick, 3 für den Trippelklick und so weiter. Diese Information ist nicht immer sinnvoll. Wir haben ein Property, eine Variable und dort drinnen haben wir die Daten, die wir mitschicken wollen. Dann kann man einfach den Wire mit einem Klammer auf Property angeben und dann wird das Property, das Host Property, welches angegeben wurde, mit in die Ziele gesendet. Gut. Und kann ich dann auch Daten in Properties umleiten? Ja, das können wir auch. Wir können aus einem Add, also aus einem Ereignis, das Event Detail, direkt in eine Property umleiten. Anstatt das über einen Handler zu schicken, ins JS runter und dort dann diese Property zu setzen, können wir das direkt reinschreiben. Ja. Das macht meistens dann Sinn, wenn man zum Beispiel Komponenten hat, die Properties benötigen, weil sie so implementiert wurden. Wir achten immer darauf, dass wir unsere Web Components mit Properties und Funktionen bestücken für dasselbe. Somit sind wir im Flow-Based leichter unterwegs. Wir brauchen nicht im Host noch Properties zu setzen, die dann wieder mit dem Binding verbunden werden, sondern wir können das dann direkt über die Funktion erledigen. Aber bei fremden oder Third-Party-Komponenten ist das nicht immer der Fall. Mhm. Und diese Möglichkeit bietet eben das, dass man noch im Host in ein Property direkt schreiben kann.
Ja, und das kann man auch nutzen. Also dieser Ajax-Request hier, der schickt uns Daten und die wollen wir vielleicht im HTML verwenden. Dann ist das eckige Klammer Search Results Punkt 0 Punkt Title. Und dann steht das auch im HTML drinnen. Jetzt senden wir ja immer spezielle Events. Könnte ich dann auch den Native und den Raw Event senden? Ja, das gibt es natürlich auch. Was unsere Buyers immer machen, die nehmen Event Detail. Ist einfach so bei Konvention, weil die meisten Events, die was Sinnvolles schicken, schicken das im Detail. Es ist nicht standardisiert, aber ich sehe das quer durch. Ja, aber wir können auch den ganzen Event senden mit Stern. Dann bekommst du den kompletten Event. Und dann wäre es noch schön, wenn ich einen Stern mit einem Deep Property noch angeben könnte. Das kommt bald, ja. Okay. Ja, willst du vielleicht auch sagen, wozu das, du das verwenden willst? Diesen ganzen Event? Ja, dann, also das gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also zum Teil, wenn ich einen Prevent von diesem Event haben möchte, dann brauche ich nicht das Event-Detail, sondern brauche ich wirklich den echten Event, oder? Da könnte man das machen. Oder das Zielding will den Dom-Knoten haben und mit dem irgendwas machen. Dann macht es durchaus Sinn. Ja. Was haben wir noch? Ja, wir können Methoden, also nicht jede Komponente, die wir einsetzen, kommt ja von uns und bauen wir selber, die nutzen wir einfach. Manchmal verlangen die bei Methodenaufrufen mehrere Argumente. Das gibt es so Funktionen, die mehrere Argumente verlangen. Hier haben wir einen Multiplizierer und der hat die Calculate-Methode und der erwartet zwei Werte. Dann müssen wir nur ein Array schicken, ja. Also ein Spread Operator. Das ist eigentlich ein Spread Operator, ja. Es wird aber überprüft, ob das Zielelement, also die Zielmethode, auch diese Mehrfachargumente haben will. Sonst wird der Array geschickt, gesendet. Dann haben wir auch noch Return-Werte von Funktionen, oder? Ja, genau. Wie wir hier sehen, wenn wir die Methode Calculate aufrufen mit den Daten, ja, dieses Multiply Values, der macht Return und returnt das Resultat mit addf Strich und diese Funktionsname, den du aufgerufen hast, bekommst du den Wire mit der Antwort. Da kannst du natürlich das wieder in mehrere Orte reinschreiben. Also der Workaround wäre dann, dass die Calculate-Funktion zum Beispiel einen Event feuern würde, der das Resultat beinhaltet. Das wäre auch eine Variante. Ja. Das ist aber so einfach, weil macht nicht wirklich Sinn in vielen Fällen. Und so kann man den Return-Wert direkt wieder auf einen Wire geben. Genau. Und Events feuern können wir natürlich auch. Ja, genau. Events feuern, wann machen die Sinn? Also man könnte ja weiter oben einfach auf @response hören, aber ja, wenn man mehrere Ajax hat, schicken die einfach response und man will eigentlich genau einen bestimmten, der die User-Daten empfangen hat, dann kann man einfach den Event umleiten und umbenennen. Also es werden mit diesem Dach hier, der bubbelt nicht, wird das, was hier von diesem Event kam und Response ist, heißt dann nachher einfach User Data Received. Und im Event Detail ist dann die Response drin? Es ist dasselbe drinnen, wie der, was hier rausgekommen ist. Mit Dach nach können wir diesen Event auch bubbeln. Man muss nicht immer bubbeln. Event Bubbling im Browser, muss man das erklären? Eben das geht einfach so rauf, bis er beim Window-Dokument auftrifft, ja, aufschlägt.
Ja, das unterste haben wir bereits schon gesehen. Das haben wir gesehen, ja. Auch dort können wir einfach explizit Werte mitschicken. Genau, ja. Gut. Wir hatten das anfangs auch nicht alles mit Flowbase geschrieben. Wir können auch sanft migrieren, Anführungsschlusszeichen, und Teile der Applikation Flowbase machen, weil das Ganze ist ein hybrides Teil. Und man kann dann von JS aus mit FPP Trigger Wire einfach einen Wire triggern mit den Daten, die man senden will. Das ist hier, wenn das Dokument, das Element bereit ist, oder hier, wenn es fokussiert wurde. Dann haben wir hier einen Wire fokussiert. Somit kann man später wieder mit dem Wire arbeiten und vielleicht die Komponenten, die jetzt noch nicht flow-based verbunden sind, so nah des nah ersetzen. Oder? Genau, eins nach dem anderen. Ja, genau. Ja. Dann gibt es auch den umgekehrten Weg. Wir können uns aus Quellcode an einen Wire anhängen und dort einfach eine Callback-Methode hinterlegen. Wir verwenden das für die Unit-Tests. Also wir können explizit uns hier auf diesen Wire einklinken und bekommen dann mit, dass er gezündet hat und bekommen seine Informationen. Auch das Trigger-Wire verwenden wir für die Tests. Also wir zünden einen Draht und wir hören einen Draht ab. Das sind so die Grundfunktionen, die wir jetzt gesehen haben von Flow-Based Polymer. Jetzt gibt es aber noch andere positive Nebenwirkungen, die einfach so mitkommen. Ja. Also wir haben bei diesen Beispielen, wenn man im Web unterwegs ist mit asynchronen Requests und so weiter, gibt es ja immer Probleme vom Timing. Also man muss das Timing handeln. Entweder haben wir Callbacks oder wir arbeiten mit Promises oder wir arbeiten flow-based und es ist alles weg. Ja, wir kümmern uns nicht um Reihenfolge und so Sachen. Es passiert einfach, dieser Event passiert, das geht dorthin und dann schauen wir diese Strecke an. Wir schauen nicht immer, wir versuchen gar nicht erst eine Reihenfolge zu kontrollieren. Vielleicht zeigen wir hier einen. Dazu könnten wir noch einen komplexeren Use Case zeigen. Hier geht es darum, dass man mehrere Requests hat und aufgrund der Responses weitere Requests auslösen muss, also über Konditionen. Und das wäre jetzt ohne diese Komponenten schon nicht ein Wahnsinnsaufwand, aber es bräuchte ein wenig Code, um das umzusetzen. Jetzt musst du mir helfen, welchen Use Case wolltest du zeigen? Jetzt musst du mal da in diese, genau, und dann hätten wir die View Personen Contact Edit. Contact Edit? Ja, hier mal reingehen. Also man sieht auch in diesem Bureau, in dieser Repräsentation der Wires, kann man in den Komponenten tief hineintauchen, wirklich von Host zu Host springen und man sieht dann die unterliegende Schicht. Und dann war das dieses. Ja, hier? Genau, und hier hat es noch eine Form drin mit der. Nicht definierten Komponente, da hast du den Import vergessen. Ja. Ja, das sieht man auch in diesem Tool, da wurde etwas gefuselt und daher hat es dort noch Properties, die nicht deklariert sind und so weiter. Ja. Aber auf das wollen wir jetzt nicht eingehen. Gut. Wir wollen hier mal schauen, wie das dort herkommt. Wir haben hier einen Request auf das API und wir holen. Änderungen, pendente Änderungen, so Transaktionen lassen wir. Also, Alu Collection ist ein Repräsentant für eine REST Collection, für eine REST API, die eine Collection beinhaltet. Oder? Genau. Gut. Die bekommt HTTPS-Informationen und dann? Und dann kriegt sie auch eine Response und ein Model, das aufgrund des Spec definiert wurde. Und hier bei diesem blauen Wire sehen wir jetzt bei der Response geht es in eine Komponente, die ist ziemlich abstrakt. Das ist einfach ein Conditional Event. Auf diesem Conditional Event kann man zum Zeitpunkt, wenn die Daten wirklich geladen sind, eigentlich auch wieder diese Asynchronität, die hier wegradiert wurde, kann man jetzt einen Check machen, zum Beispiel auf
hat es überhaupt Daten drin oder hat es keine Daten drin und dementsprechend über die Wires wieder reagieren. Also in diesem Fall reagieren wir so, dass zum Beispiel, wenn die Collection leer ist, erstellen wir eine neue Transaktion und laden, wenn diese Transaktion erstellt ist, unsere Änderungsmodelle mit den Formularwerten und so weiter, die vom Server herkommen. Falls sie aber gefüllt ist, gehen wir einen anderen Weg. Also du erstellst hier ein Modell, wenn es erstellt ist, speicherst du das gleich wieder? Ja, weil das brauchen wir. Okay. Und die HateOS-Informationen liefern uns dann die Subressourcen, die wieder besagen, hey, in dieser Transaktion kannst du die Telefonnummern ändern, die E-Mail-Adressen ändern und mit Vorgaben, mit Definitionen und so weiter. Das ist weniger interessant, aber man sieht, man kann komplexere Abläufe sehr einfach zusammenstecken. Gut. Fünf Minuten. Ah. Das ist ein weiterer Punkt. Also wir haben jetzt viel gesprochen über Veränderungen. Im klassischen Sinne bedingt das immer mit einer guten Idee, kann man suchen, ersetzen machen. Brauchen wir hier nicht. Sondern man kann wirklich neue Funktionen einpflegen. Man sieht ja auch bei diesem Tool die Wires, man kann die Komponente wie abziehen und man würde dann die Drähte sehen und dort kann man die neue hinsetzen. Und somit, also ein kleines Beispiel, wir haben in unserer Web-Applikation wurde ein Logger, ein Use-Case-Logger wurde als Anforderung geschickt. Ja, ein Performance-Logging wurde verlangt, ja. Und sie wollten aber nicht nur die Requests loggen, sondern sie wollten wirklich Use Cases loggen. Also ich starte jetzt mit einer Aktion und irgendwo hört diese Aktion auf. Sie kann aber an 5 verschiedenen Orten aufhören. Sie kann mit einem Okay aufhören, sie kann abgebrochen werden, sie kann nicht durchgeführt werden und so weiter. Und das haben wir Flow-based nur noch schön eingepackt, mit den Drähten verbunden, keine Zeile JavaScript wurde benötigt, ja, für diese Änderung. Und die hat aber die ganze Applikation betroffen. Quer durch, ohne Nebenwirkung, ja. Migration haben wir schon angetönt. Ja. Das kann man Schritt für Schritt machen. Das heißt nicht, dass wenn ich eine klassisch entwickelte Applikation habe, dass ich dann das Komplette umstellen muss. Das kann ich wirklich so durchgehen. Genau. Dann, es ist ja nicht immer alles gut, es hat auch Stolpersteine, über die man ja stolpern kann. Was sind die größten Probleme, die wir hatten? Ein Problem ist, wenn man diese Problemfälle nicht isoliert betrachtet. Man tendiert dazu, das Ganze direkt dort vor Ort im Host zu lösen, anstatt mal den Problemfall rauszunehmen und in eine eigene Komponente zu extrahieren und dort isoliert zu betrachten. Wie kann ich dieses Problem komplett isoliert lösen, unabhängig von meiner Gesamtapplikation? Da fällt man immer wieder, denkt man nimmt sich diese Abkürzung und lässt das Ganze mal weg. Das ist sicher einer der größten Fehler, die passieren, wenn man keine klaren Patterns hat. Also die Patterns sind nicht bekannt und sie werden einfach so entwickelt, mehr per Zufall. Dann ist es schwierig, diese Normierung zu erreichen bei den Komponenten, weil sie sie einfach nicht gibt. Ja, und da wir mehrere Entwicklungsteams haben, die damit arbeiten, die mangelnde Abstimmung ist eines unserer Probleme. Also es werden gleiche Komponenten oder fast identische Komponenten mehrfach gebaut. Wir erstellen jetzt ein zentrales Dokumentationssystem, einen zentralen Katalog, bei dem jeder reinsehen kann und nachschauen kann, was es eigentlich schon an Komponenten gibt, welche Probleme wurden bereits gelöst und nicht nahezu identische Komponenten baut, die sich vielleicht nur in der Variablenbezeichnung unterscheiden. Ein weiterer Punkt ist auch noch die mangelnde Verantwortung für Komponenten.
Also wir haben festgestellt, dass wirklich ein, wenn du einen fixen Maintainer hast, eine verantwortliche Person, der auch die Komponente als sein Baby sieht, also der schaut zu der Komponente, dann ist die Qualität massiv besser, ja, als wenn sie einfach in einem Repo ist und jeder darf mal ein wenig ändern daran. Es ist was anderes, wenn ich sagen kann, deine Datenkomponente liefert falsche Resultate. Ja, dann als schaue ich, irgendjemand sollte diese Datenkomponente reparieren. Ja? Genau, ja. Ja, was war noch? Was? Ja, fehlende Basiskomponenten. Da es ja ein komponentenbasierter Ansatz ist und wir von unten nach oben gehen müssen, ist es natürlich schwierig, wenn einzelne, am Anfang war das sehr schwierig, als wir noch viel zu wenig Komponenten hatten. Ja, haben wir einfach nur noch Platzhalter, haben wir schnell Platzhalterkomponenten gebaut, die API dokumentiert hatte, aber noch keine Implementierung hatte. Das war noch ein bisschen schwierig anfangs. Mangelnde Basis, also zu wenig Basiskomponenten. Und ein Punkt noch, vielleicht zum Schluss, was auch immer wieder passiert, das ist so der imperative Modus, den man oft wieder, in den fällt man oft wieder rein. Also wenn man deklarativ unterwegs ist, flow-based, dann ist das Problem in etwa 180 Grad verschoben. Also ich habe keine direkten Verbindungen, sondern ich warte auf einen Event, dann mache ich etwas und nicht die fixe Verbindung, wie soll ich das sagen? Fällt mir jetzt, ja, das Imperativ, ich klicke den Button und ich mach das, rufe explizit das auf. Ja? Sondern im Flow-Based ist es so, hey, der Button wurde geklickt, hat jemand Interesse daran? Und dann kannst du dort partizipieren. Mhm. Und ansonsten wäre es halt, und das passiert schon noch oft, dass man dann wirklich wieder imperativ unterwegs ist, hey, dieser Klick muss das machen. Und das ist ein großes Problem. Ja, weiteres Problem, so schlimm ist es nicht, man bekommt es in den Griff, ist das mit den Versionen. Jede Komponente fährt eigene Versionen. Semver, eigener Release-Zyklus. Und jetzt gibt es Querabhängigkeiten, wenn Komponente A Teilkomponente X verwendet und Komponente B X in einer anderen Version verwendet, dann haben wir ein Problem, weil dann können wir nicht A und B verwenden, sondern müssen entweder A oder B diesen Versionskonflikt auflösen. Aber das meldet uns Bauer, wir sehen das auch. Da gibt es aber einen Trick, der hat auch noch ein wenig Tücken, dass man ein Monorepo fährt für harmonisch zusammengehörende Komponenten. Ja. Und die Entwickler draußen dann wirklich nur noch die Version des Monorepos verwenden und davon also sicherstellen. Ja, er winkt. Ja, damit alles auch funktioniert in den Versionen. Ja, sind wir am Ende. Besten Gut. Dank für die Aufmerksamkeit. Tom? Ja, vielen Dank. Vielen Dank euch beiden. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Ja. Die Chance, jawohl. Frau. Der grafische Editor, den ihr benutzt habt für das Flow, gehört der zu dem IntelliJ Webstorm oder was ihr da benutzt habt? Oder ist das ein externer? Na, also du meinst das Führer-Ding hier? Ja. Ja, den hab ich nur experimentell mal gebaut, um das Zeugs anzusehen. Ist Pre-Alpha, ist aber auch in Flow-Based geschrieben als Elektron. Können wir auch rausgeben, über kurz oder lang kommt er auch raus, aber es ist jetzt noch relativ buggy, also da die Git-Integration funktioniert nicht. Ja, es funktioniert einiges noch nicht. Ich weiß, wo klicken, darum kann ich den noch nicht rausgeben. Oder ich will den noch nicht rausgeben, weil ich habe dann zu viele Issues auf einmal, die mir sowieso schon bekannt sind. Aber der sollte dann auch über kurz oder lang frei verfügbar sein. Und ja, das Ziel ist natürlich später mit dem Ding hier das Teil AddModel zu nehmen, den Draht einfach zu ziehen und hier auf eine Methode zu legen. Das ist schon das Ziel. Aber wir verwenden es eigentlich nur für die Visualisierung. Man kann ja das Beispiel von Roger im Source. Es ist ja nicht groß, aber es ist schwieriger, hier diese Wires nachzuverfolgen. Also
Im Moment nur für Visualisierung und bald irgendwann auch Open. Ja. Danke. Noch jemand? Du? Nein. No. Was ist mit Backend? Also wir haben viel über Frontend geredet und was ist mit Backend, war die Frage. Wir haben uns hier nur für Frontend konzentriert. Für Backend-Systeme gibt es zu genügend Flow-based-Systeme oder andere Maschinerie. Also es gibt NoFlow.js oder war das die Antwort, die du wolltest oder was meintest du, wie gehen wir mit Backend-Systemen um? Nein, gar nicht. Also du kannst mit Iron Ajax, also das ist ein XHR-Request, arbeiten und mit deinem Backend arbeiten. Das spielt gar keine Rolle. Wir haben halt unsere Backends haben wir recht standardisiert. Unsere REST-APIs sehen immer fast identisch aus. Sie verhalten sich gleich, nur der Informationsgehalt ist immer ein anderer und der Endpunkt ist ein anderer. Darum konnten wir recht problemlos diese Alu-Entity um eine Entität von einer Person zum Beispiel zu holen. Das könnte genauso gut die Entität eines Autos sein, können dann das Modell modifizieren, bearbeiten und dann lösen wir Safe aus und das Ding kümmert sich um diese Interaktion mit dem Server. Wenn der Server sagt, hey, ich akzeptiere das nicht aus einem fachlichen Grund, dann schießt auch Alu-Entity für uns ein Event, ein Fehler-Event, den wir auch nutzen können, oder markiert die Felder im Modell, das wir dann schon in der UI so sehen. Person 1 kann nicht über einen Betrag von 50.000 Franken verfügen, irgendwas solches, das steht dann dort. Also wir verwenden hier den Contract-First-Ansatz für sämtliche Ressourcen, das heißt, der Server hat die gleiche Spezifikation, wie auf dem Client verfügbar ist. Daher können wir auch dieses Modell so erstellen, wie es auch der Server erstellt. Und also wir erzwingen kein Backend-System. Wir haben das mal in Polymer gebaut, aber wir können mit anderen Web-Components auch umgehen. Die können wir, gut, das, was Polymer reinziehen kann, können wir auch nutzen. Vielleicht später könnten wir das Ding komplett losgelöst von Polymer rausgeben, dass das mit jedem Web-Component-Lib oder mit jeder Web-Component funktionieren kann. Aber im Moment haben wir das mit Polymer halt gelöst. Mönter? Okay, eine letzte noch. In den Beispiel-Workflows habe ich jetzt immer nur quasi vorwärtsgerichtete Wires gesehen. Was ist mit Fehlerbehandlung? Sind die dann rückwärts gerichtet oder? Nein, die kommen von hier hinten, von hier wieder rein, die Fehler in der Regel. Oder Fehlerbehandlung. Da ist kein Fehlerhandling drin momentan. Aber die Wires wären in die identische Richtung. Also das wäre, wenn man hier vorne schaut, der Response, da hier hätten wir auch einen Error, einen Fail und so weiter, den man verweigern kann. Und der würde halt dann zum Beispiel in eine Komponente gezogen, die das Fehlerhandling erledigt. Ja. Ja, es fährt ja die gleichen Wege, ja. Ein Teil hier bei Alu-Entity beispielsweise, wenn hier Save ein Fehler hätte, hat man erstens diesen Event, den kann man raufschicken für eine irgendwas Fehlermaske und sonst im Model auf Feldebene noch eine Fehlerkennzeichnung, wenn der Server was sagt. Okay, dann breche ich das ungern ab, aber die nächste wartet schon. Vielen Dank an Roger und Veit für den tollen Vortrag und ich lade euch ein, jetzt gleich noch zu den Lightning Talks hier im Raum. Viel Spaß. Thank you.